Die Kritik an Jan Sommer wächst und wächst. Und die Bayern-Bosse, die schieben die Verpflichtung schon in die Schuhe von Julian Nagelsmann. Und genau deswegen könnte es im Sommer zur Trennung kommen. Alle Infos dazu hier in diesem Video. Vorab lasst ihr gerne ein Like da und natürlich auch ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Aber was ist denn da jetzt eigentlich beim FC Bayern München und Jan Sommer los? Ja, grundsätzlich die Kritik, die ist jetzt in den letzten Spielen so ein bisschen gewachsen. Der Höhepunkt wahrscheinlich im letzten Spiel gegen Mainz beim 1:1-Ausgleich durch Ludovic Ayorque. Da sah er wirklich nicht gut aus. Er wollte den Ball festhalten, anstatt ihn wegzufausten und das gelang ihm nicht und flog natürlich dann so dem Spieler direkt vor den Kopf. Und auch beim 3:1, da kann man Sommer wahrscheinlich auch wieder ja, so ein bisschen mit in die Kritik reinnehmen. Aber das ging auch schon etwas früher los. Beim Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League, beim Fernschusstor von Rodri, da wurde er auch schon kritisiert. Beim Freistoßtreffer von Kramaric gegen Hoffenheim, da wurde er kritisiert. Unter anderem auch Torwart Roman Weidenfeller hat da immer wieder gesagt, dass ihm einfach ein paar Zentimeter gefehlt haben oder dass bei Fernschusstoren halt immer ja, der Torwart mit drin ist. Das habe ich jetzt ein bisschen anders gesehen, aber das sei jetzt einfach mal dahingestellt. Aber auch die Bayern-Bosse, die geben ihm nicht wirklich Rückendeckung. Denn wie der Kicker da jetzt berichtet, ist es so, dass Jan Sommer vor allem der Wunschtransfer von Julian Nagelsmann gewesen sein soll. Denn der wollte unbedingt einen deutschsprachigen Keeper und auch eine lange Vertragslaufzeit. Und genau deswegen hat man jetzt eben Jan Sommer mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet. Und genau dieser Vertrag, der könnte den Bayern letztendlich jetzt ein bisschen zum Verhängnis werden. Denn alternativ wollten die Bayern-Verantwortlichen rund um Brazzo und Oliver Kahn lieber Kaspar Schmeichel verpflichten. Denn der hätte auch sich auf einen 6-Monats-Vertrag eingelassen, der dann jetzt quasi zum Saisonende ausgelaufen wäre und quasi dann bündig mit der Rückkehr von Manuel Neuer wieder gegangen wäre. Genau das wird jetzt eben nicht passieren und man hört jetzt auch schon wieder so ein bisschen auch aus dem Trainerkreis, Thomas Tuchel, der hält sehr, sehr viel von Manuel Neuer und sieht in ihm nicht nur einen hervorragenden Torwart, nein, er sieht in ihm auch einen Leader in der Mannschaft und das bedeutet, dass Jan Sommer halt einen Bankplatz in der nächsten Saison droht. Denn nicht nur der Trainer ist wahrscheinlich eher Fan von Manuel Neuer, jetzt auch die Bayern-Bosse, denn sie sehen in ihm halt einen Nagelsmann-Transfer. Ich finde, da macht man sich's ein bisschen leicht. Man hat Jan Sommer wirklich in den Himmel gelobt, wo man ihn verpflichtet hat. Und für mich war Jan Sommer auch die ganze Zeit ein Weltklasse-Keeper. Ein oder andere ein kleines Fehlerchen hat er jetzt mal drin gehabt, aber sonst hat er den Bayern hier auch schon oft den Arsch gerettet, noch für eine Niederlage oder eine noch höhere Niederlage verhindert. Und jetzt so ein bisschen das so über den Kicker durchblicken zu lassen, finde ich schon sehr hart. Aber im Hinblick auf die Rückkehr von Manuel Neuer und Alexander Nübel muss man auch sagen, der kommt nämlich auch von der AS Monaco zurück, da wird wahrscheinlich ein Transfer im Sommer immer wahrscheinlicher. Positiv auch noch an Jan Sommer, er hat zwar diesen langen Vertrag unterschrieben, aber dadurch kann man natürlich auch eine gute Ablöse für ihn generieren. Denn für ihn gab es ja unter anderem auch zum Beispiel Manchester United und andere Clubs im Ausland, die Interesse an dem Gladbacher Keeper damals hatten. Und dieses Interesse könnte jetzt natürlich auch im Sommer wieder neu aufblühen. Was haltet ihr von Jan Sommer aktuell? Versteht ihr die ganze Kritik? Würdet ihr einem Verkauf dazustimmen oder meint ihr, das ist weiterhin die neue Nummer 1 im Tor des FC Bayern Münchens? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Bis dahin, Leute. Ciao.